Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin's, der Digi, und heute geht's weiter mit Monster Hunter Rise. Heute ist der Tag des Updates. Wir haben zu dem Update neue Feature bekommen. Wir haben neue Monster reinbekommen. Wenn ihr es erleben wollt, gerne auf dem Kanal ein Abo dalassen, um nichts weiteres zu verpassen. Wir haben neue Dekorüstung bekommen. Wir haben neue Dekorüstung für die Tiere bekommen. Und einen Charakterbearbeitungsgutschein können wir uns jetzt auch kaufen. Jeder sollte es kennen aus Monster Hunter World. Da konnten wir uns ja auch einen Charakterveränderungsgutschein kaufen. Beziehungsweise einen kriegen wir von Capcom geschenkt. So, ich möchte euch heute zeigen, was wir alles kaufen können wieder im Nintendo eShop. Das möchte ich euch auch im Spiel zeigen. Ihr kennt es von dem ersten Teil. Jetzt ist der zweite Teil dran. Und ja, wir starten direkt rein. Und dann sehen wir, aha, Jäger-Deko-Rüstung, Deko-Rüstung, Deko-Rüstung. Alles klar, das nehmen wir alles mit. Und dann müssen wir als erstes, wenn wir ins Dorf gekommen sind, zu unserer Katze hier hinten. Die schreit dich schon an, hey, ich hab was für dich. Und dann geht man hin und Zusatzinhalte. Dann lädt er ein bisschen. Und dann kannst du hier deine Sachen nehmen, die du gekauft hast im Shop. Und dann nimmst du einfach alles, ja, bla 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 bla. So. Und dann, wenn du deine Sachen anziehen möchtest, musst du zu der Kiste hier gehen. Und dann gehen wir auch schon die ersten Sachen durch. Wir fangen an mit der Dekorüstung. Hier unten ist die Dekorüstung. Da. Dekorüstung ändern. Und da können wir dann jetzt für jeweils 1,49 Euro einmal das Schwalben-Shirt kaufen. Das sieht dann so aus. Die Schwalben-Arme und die Schwalbe-Hose. Die können wir uns hier mitnehmen als Deko. Finde ich cool gemacht, aber was halt fehlt ist der Hüftring und der Kopf, ne? Das fehlt, da können wir dann hier können wir eine Maske aufziehen. Passt das schon. Aber wir wollen mal kurz keine Kopfbedeckung. So. Deko-Rüstung Set. Dann kann man die da abspeichern. Dann als nächstes gehen wir in das Aussehen-Menü. Aussehen verändern. Und da gibt es nämlich auch wieder neue Sachen. Und zwar fangen wir an mit den Frisuren. Jetzt will ich schon hier runtergehen. Da haben wir, hier gibt es die vom ersten DLC. Dann haben wir einmal diese Frisur hier neu. Also ist sehr für die weiblichen Charaktere gemacht. Finde ich sehr schön. Ich wollte gerade mal raussuchen, wie teuer die sind. Aber anscheinend will mir das hier ja, ich meine auch ein Euro, Euro 20. Hier, das wäre eine männliche Frisur, die relativ cool ist, und hier, das ist eine weibliche Frisur und die ist auch ganz schön. So, nehmen wir wieder unsere Strubbelfrisur. Dann haben wir ganz neue Stimmen für die Charaktere. Die haben wir hier. Wir gehen auf Make-up. Auf Stimmen. Und dann können wir den Stimmtyp ändern. Und dann haben wir den Vogel.
Der ist sehr neu. Stimme super, finde ich top. Und Minoto, die nette Empfangsdame. Dann haben wir Hinoa und Minoto auch abgeschlossen. Ich denke mal, da kommen noch viele dazu. Ich bin gespannt, was da noch alles zukommt, denn das ist ja erstmal das zweite Paket. Dann haben wir neue Make-up. Wir haben neues Make-up. Wunderschön. Das braucht man, damit man gut aussieht. Die Make-up-Sorten, die neu sind, kriegen wir für 99 Cent. Einmal hätte ich hier, da weiß ich jetzt nicht so, wo man das sieht. Wahrscheinlich, wenn man mehr mit Farbe spielt, hat man es. Dann die Augenglieder. Und das hier, das finde ich relativ cool. Das nehmen wir auch mal an. So. Dann war es das aus dem Raum. So. Aussehen, Dekorüstung, will ich mal hier. Komm. Wo konnte ich denn jetzt nochmal schnell hier? Ausrüstung verwalten. Ausrüstung anzeigen. Kopfbedeckung mal wegmachen. Ey. Auch fertig. Dann haben wir als nächstes ein neues Posenset. Dieses Posenset kriegen wir für 1,99 Euro aus dem Store, Nintendo Store. Einmal haben wir hier dieses, ich würde mal sagen, das ist so ein TikTok-Trend. Dann so, oh mein Gott. Und, nice. Finde ich cool. Haben sie cool gemacht. Das hätte ich mir auf jeden Fall auch so gekauft, wenn ich es auch nicht im Video haben wollte. Dann haben wir für unseren guten alten Kauz natürlich auch wieder neue Rüstungen. Wir schauen uns die mal gemeinsam an. So, wir gehen auf Kauz bearbeiten. Kleidung ändern. Und dann kriegen wir für den Kauz zwei neue Rüstungen. Einmal den, den ich ziemlich cool finde, dass wir einen Papagei haben. Kostet 99 Cent. Finde ich, kann man machen. Für den Spaß ist das auf jeden Fall cool. Und Liga. Pass. Die finde ich auch cool. Ob das jetzt vielleicht in das Spiel reinpasst, weiß ich nicht. Aber für 99 Cent kann man da nichts falsch machen. Was ich halt am coolsten finde, ist die hier. Hey, wo ist die hin? Ah, die habe ich noch gar nicht hier. Die habe ich noch gar nicht hier. Die bekommt man nämlich erst später. Ach so, die, wie soll ich sagen, die Stimmen von den Vogen und von Miyoto kosten jeweils 2,99 Euro. Ist ein bisschen teuer. Für ein bisschen Rumgeschöne, sage ich jetzt mal. Aber die Stimmen sind halt auch cool im Kampf, ne? Das muss man auch lassen. Und 3,99 ist jetzt halt nicht so. Das hat viele Geld. Was ich euch aber empfehle, wenn ihr so wie ich es mache, alles haben wollt, dann kauft euch das Bündelpaket. Capcom hat im Nintendo Store das Bündelpaket zur Verfügung gestellt. Kostet 29,99 €. Und da habt ihr alles drin. Das habe ich auch gemacht, denn das ist einfach cool. Also ich finde es auch, und ich glaube, ihr spart da sogar was und ihr kriegt 1,50 € als Goldpunkte oder Nintendo-Punkte, wie das auch immer heißt, zurück. So, dann wollen wir die Palico-Rüstung mal angucken, was wir denn da alles neu bekommen haben. Na komm, geh an die Tafel. Deko-Rüstung. Nicht hier. Hier die Buddy-Tafel. Dann gehen wir auf Deko-Rüstung, Deko-Palico. Ja, nehmen wir unsere Katze hier. Da haben wir auch neue Sachen bekommen. Das ist ja zum Beispiel, wo ich mir denke, ah, das brauchst du nicht, weil das ist
schon, ich sag mal, unnötiger. Wir haben einmal eine Glocke, einmal das Herz, einmal Stachel und die Schlaufe. Die Schlaufe finde ich irgendwie cool und süß, aber für 99 Cent jeweils ein Deko-Ding hier ist schon ein bisschen. Knochen kostet 99 Cent, Herz 99, Stachel 99 und die Schleife 99. Schleife kann man sich auf jeden Fall gönnen, sieht optisch ganz nice aus. Ja, das war's dann quasi schon mit den Tieren. Finde ich ein bisschen schade, aber dass man dann wirklich, also es ist auch getrennt, die Katze kostet jeweils 99 Cent und der Hund, ne? Also man braucht, wenn man alles kaufen möchte für den Palico und für den Palamut, ist man 8 Euro los. Nur um den Halsband anzuziehen. Dann würde man eher die 2 Euro investieren für die Schleife, für beide. Was ich halt am persönlichsten am coolsten finde und am coolsten beziehungsweise am empfehlenswertesten von den Deko-Sachen für die Begleiter nehmen würde. So, dann haben wir, ich weiß jetzt gerade nicht, wie man es nutzt, aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Wir haben nämlich noch ein Sticker-Set für 1,99. Das müsste ja irgendwo jeder mit bei sein. Chat-Menü. Sticker. Aha. Das sind die hier. Oh Gott, die sehen so lustig aus. Wir haben ja die Sticker müssten das genau hier ab 21 bis 28. Das sind unsere Sticker. Den finde ich ziemlich cool, wie die ja kuscheln. Ja, da bin ich im Sommer im Garten. Der gute alte. Ich glaube sogar, dass man in den Sprechblasen einen Text reinmachen kann. Zum Beispiel gutes Game, oh nein, oder ihr seid so lieb, oder hier, ich will nicht mit. Das ist euch natürlich auch überlassen. Dann haben wir noch zwei Soundtracks. Zwei Soundtracks haben wir noch. Und Gesten haben wir. Toller Tanz haben wir noch. Dann was geht denn jetzt mit dem ab? Dann haben wir noch Toller Tanz 2. Kostet 3,99 das Paket. Der dehnt sich aber auch richtig ab. Dann haben wir Tanz 3. Eieieiei. Und Tanz 4. Dann haben wir noch den Sprung 1. Yuppie. Sprung 2. Sprung 3. Und zu guter Letzt den vierten Sprung. Wie wir jetzt auf die Melodie kommen, das ist eine gute Frage. Audio. Von dir gewählte Hintergrundmusik. Da werde ich mich noch erkundigen, wie es geht, sonst wird das Video zu lange. Die Hintergrundmusik kostet jeweils auch 3,99. Einmal Hintergrundmusik Yukumu Village und Kamura Village Piano Version.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin Cedi. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne eine positive Bewertung da und ein Abo auf diesem Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Ich bin Cedi. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Monster Hunter Rise. Peace.